Hallo Leute, willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 2. Die Hauptstory hat mir an sich abgeschlossen, das heißt, jetzt geht's los mit den Freund-Episoden. Wir fangen an mit dem Log von Smoker. Und zwar habe ich auch gesagt, ich werde hier jetzt mal die anderen Charaktere hernehmen. Und ich würde mal sagen, ich fange mal an mit einem, der mich reizen würde, nämlich Garp. Deshalb werde ich ihn erstmal auf das Level 4 bringen, was hier empfohlen ist. Boah, dann Love. Die Lache. Ja, also Garp, der Großvater vom Monkey D. Ruffy. Er ist doch Monkey D. Garp. Also es geht nicht in den, ich glaube in den Log geht es gegen die Charaktere oder ich weiß nicht, es geht um auf jeden Fall die Charaktere. Immer muss ich gegen Smoker kämpfen und ich glaube, dass das mitten im der Story kommt, die Siege Smoker. Erober das Territorium, also ich muss Smoker besiegen. Ich spiele mit Garp. Ich kenne Garp überhaupt nicht. Münzen wir, achso ja. Das sieht aus wie das Barati, also dann ist es Thousand Sunny. Und das sieht aus, als wären wir mitten in der Story. Unterstützt das Territorium. Da ist weg. Guerillakämpfer aus allen. Aha. Ja, komm, Wayne. Also, Garp schlägt mit den Fäusten zu. Was kann er denn noch? Okay, alles klar. Also, ich muss auf jeden Fall nur bloß Smoker besiegen. Okay, also gar verprügelt sie einfach mal alle übelst. Kann der hier zum Beispiel eigentlich... Ach, kann der hier? Oh ja, da schmeißt sie die Kanonenkugeln. Also Garp schmeißt die Kanonenkugeln mit der Stärke einer Kanone. Garp, ich glaube, Garp der Held, beziehungsweise auch Guerilla-Kommandant. Okay, das ist ein neuer Aspekt, den sie hier reinbringen. Ich hätte mir das durchlesen sollen. Naja, ich werde mir das mal durchlesen, dann... Das war nicht so special. What the fuck? Das erinnert mich ja mega mal an den Rächer-Chip. Ach, den haben wir im LP ja gar nicht gesehen. Das ist, da kommt auch die Riesenfaust von der Decke und das ist mal... What the fuck, man? Gab es hier einfach nur so, ich prügel euch alle tot, weil ich es kann. Aber jetzt fehlen mir noch ein bisschen die Moves mit Gab, aber das ist natürlich leider auch nur Level 4, also ich wollte jetzt nicht haltlos überleveln. Ich werde auf jeden Fall in den letzten Freund-Episoden... also Charaktere wie Zorro und Mihawk, muss ich mal gucken. Werde ich auf jeden Fall noch nehmen, aber das Problem, was ich hier habe, ich habe die oft privat halt auch im Online genommen. Und dadurch sind sie halt einfach hochgelevelt und ich habe auch halt zwischendrin gezockt, weil, naja, ich dann manchmal keine Zeit hatte zum Aufnehmen, aber dann doch irgendwo, also wenig Zeit hatte zum Aufnehmen, da ein bisschen online gezockt. Da mal ein bisschen auszuprobieren, weil ich einfach Lust hatte auf das Spiel, weil das Spiel auch einfach wirklich super ist. Also das muss ich sagen, das ist ein geiles Spiel. Aber ich habe das im Fazit, glaube ich, schon erwähnt, wenn ich das Fazit, ich habe das Fazit nicht so... Egal, es wird nochmal ein anständiges Fazit kommen, wo ich mir auch mal dazu vielleicht diesmal ein bisschen was aufschreibe, was ich sagen will. Ich frage jetzt, ob es nach jedem Ding... nach jedem... Oh Gott, heute verlässt mich echt die Stimme. Ob nach jedem... Nach jeder Freund-Episode... Credits kommen. Ist auch egal. Braucht sie das. Gesundheit voll, Style voll. Das, welches Tier? Ach, die muss ich einnehmen, die beiden. Na gut, dann nehmen wir sie mal ein. What the... Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Was ich auch immer gemacht habe, es hat gewirkt. Autsch! Alter! Den nehme ich mal ein bisschen hart ran. Und nicht so, nicht hart rannehmen in den perversen Sinne, sondern so richtig, ich knall dich kaputt. Wow. Garbat Power. Ah, okay, also die drei. Okay, ich leg's noch nicht. Das, was, wie viel Territorium muss ich eigentlich einnehmen? Ich dachte ja nicht, dass das so lange dauert. Mal gucken, wie lange das immer so dauert, diese zwei Episoden, aber ich glaube, das wird so lange dauern. Aber es sind viele, also das wird noch ein paar Parts fressen hier.
Mal gucken, wenn es so mit die 10 Minuten dauern, werde ich vielleicht mal versuchen, dass ich 2 pro Part hinlege. Ansonsten eine pro Part. Boah, Faust der Gerechtigkeit! Ich habe auch Kanonenkugeln auf die... Oh Gott. Oh, Alter. Aber gab es irgendwie... Ah, nicht so nice zu handeln. Also, ich tue mich schwer, weil er wirklich langsam zuschlägt. So, die Frage ist, ich glaube, wir werden die Freund-Episoden dann wirklich nach der Zeit freischalten. Ich hätte die vielleicht auch in der Story machen sollen, aber hätte es zehnmal länger gedauert. Ich wollte die Story als erstes mal abschließen, dann die Freund-Episoden machen. Aber sie bieten einem hier viel, was man machen kann im Spiel. Das finde ich gut. Und das EP wird dadurch einfach länger dauern, aber ich glaube, das hat jetzt nichts dagegen. Beziehungsweise ich würde wirklich möglichst viel zeigen im Spiel. Die Herausforderungen, insofern es noch mehr als diese eine gibt, werde ich auch noch zeigen. Aber ich glaube, dass man halt diese anderen Episoden, die geheimen Episoden freischaltet, wenn man... heute habe ich es echt, hey. Wenn man die Freund-Episode, den Freundesblock abgeschlossen hat. So, jetzt geht es dann weiter in die andere Richtung. Alter, habe ich es echt im Reden, dass ich heute... dauert nicht... Boah, ist eigentlich mal gegen die Wand. Oh Gott, hey, was ist... Alter. Nein. Ah ja, kann ich wenigstens durch. So, ich lenke mich selbst ab. Das ist super. Also ich sagen wollte, das Rumlos Territorium einnehmen, um dann weiterzukommen. Ja. Hier sollten Gegner sein, oder? Hier sollten Gegner sein. Hier sind Gegner. Tatsache. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte Kanonenkugel. Bom. Alter. Blonk. Bam. Und einfach rumwirbeln. Ich tippe selbst den Soldaten über ein bisschen rum und daraus nimmt die anderen kaputt. Ja, noch mehr Geld einsammeln. Das ist ein ehrlicher Marinemann, nimmt Soldaten und schmeißt sie gegen seine Kollegen. Das sind Marinehelden. So, wie wir sie brauchen. Nicht. So, Marinekommandant. Ach komm, lass mal meine Faust vom Himmel regnen. Funktioniert immer! Best Trick ever! So geil. Und ich kann jetzt nicht die große Move-Begab machen, weil ich habe ja nicht so viele Moves. Aber was habe ich? Habe ich den? Ja, den habe ich. Ja, gut. Dann habe ich noch den. Ja, genau. Also ich kann sie schön auf muntere Art und Weise verprügeln. Style werde ich hier noch nicht so wirklich brauchen. Kann ich noch die Kanonenkugeln werfen? Was ist denn das hier? Ach, da kann ich mal... Ah, verdammt. Leben und Style brauche ich nicht wirklich. Okay, das Ganze dauert hier ein bisschen, aber ich habe auch das Problem, dass das hier eher an Gab liegt. Also Ruffy wollte das halt echt nicht machen, weil sonst wäre es halt echt ein bisschen lame, wenn ich überhaupt nicht die anderen Charaktere zeige. Und ich möchte es hier schon zeigen. Also ich werde die, was ich in der Hauptstory gezeigt habe, wie also Chopper, Frankie, Nami und war Brook auch dabei? Ich glaube, Brook war nicht dabei. Werde ich auf jeden Fall, also werde ich ihn nicht nehmen oder halt, wenn dann später. Ich wollte natürlich zuerst die Leute zeigen, die ich jetzt überhaupt nicht gezeigt habe. Brook wird auf jeden Fall noch kommen, Sanji kommt auf jeden Fall auch noch. Sanji möchte ich selber gerne sehen, mit dem habe ich noch nie gespielt. Zorro natürlich auch, Mihawk sowieso. Also Mihawk und Zorro. Aber die werden erst in späteren Freund-Episoden kommen. Weil die halt schon richtig hohes Level haben. Und das lame wäre sie jetzt in den Level 4er Missionen herzunehmen. Und jetzt kann ich, hey, zur feindlichen Basis und Smoker kaputt hauen und ich kann tatsächlich dann schon das in 10 Minuten abschließen. Dann werde ich wahrscheinlich die nächste auch noch gleich anfangen. Dann haben wir 2 Freund-Episoden in einer Folge und dann geht das Ganze auch relativ fix hier. Ja. Ja. Den möchte ich schon haben. Und wo ist Smoker? Da ist Smoker. Oh, ich hab Zorro noch, Kumpel. Ja gut, dann nehmen wir den nochmal gleich. Dann haben wir das Ganze hier zu Ende. Schön verprügeln und dann kommt... Oh, schlitzen und
säbeln und kaputt hauen und Imba-Move. Und nein, habe ich nicht, weil ich nicht so Level bin. Egal, Sieg, du hast den Kampf gewonnen. Und wenig gesehen am Sieg, das ist nur A-Rang. Naja gut, das werde ich dann privat selber auf S-Rang auch bügeln. Und jetzt kommt der Grabschritt. Ach, der hat eine Kanone auf. Schild? So, what the fuck? Upsala, hab ich früher weggekriegt, egal. Okay. Neue Technik für Grab hinzugefügt, Viereck, Dreieck, Dreieck. Schön für ihn. Die Münzen, das machen wir schnell, weil ich für die nächste auch noch anfangen. Und neue Dinge zur Fähigkeit zu ziehen. Yay, wunderbar. Neue Teamfähigkeit. Schwächere Gegner lassen sich manchmal drei Gegenstände fallen. Schön. Mundraub heißt das. Okay. Smoke kann als Freund mitgenommen werden. Ach, so funktioniert das. Log von Namen ist jetzt verfügbar. Neuer Gegenstand der Galerie. Und ich werde jetzt keinen 11-Minuten-Part machen. Also das Ganze wird jetzt dann... wäre dann Mitglied meiner Crew. Warte. Okay. Mal gucken, wie viele Trophäen ich dann habe, wenn ich alles fertig habe. Ja, wenn ich 100% habe, habe ich alle Trophäen. Obwohl, nee, es gibt doch so Trophäen für... besiege so und so viele Gegner auf einmal. Du kannst auf mich zählen. Dann Nami, das ist Level 4. Sind die alle für Level 4? Dann nehme ich doch mal hier. Buggy nehme ich nicht. Stimmt, er ist auch schon höher. Ach genau, in der ausgewählten Episode erscheinen weibliche Gegner Sanchez gegenüber. Diesen im Nachteil. Möchtest du trotzdem verfanden? Nope. Dann nehmen wir doch mal hier Boah Hancock. Also wir vergessen sie, ihren Berry-Wachstum zu geben. Ja, komm, hör auf zu labern. Also geht es diesmal gegen Nami. Es ist interessant, ab und zu mal dann gegen die Charaktere zu spielen, die man eigentlich die in der Story darum begleitet haben. So, Boa Hancock ist interessant, mit ihr zu spielen. Das meine ich jetzt nicht nur wegen ihrem geilen Aussehen. Berry Wachstum erstmal, also auf Level 4 hohen Leveln, wie es gehört. So, Münzen auswählen, habe ich ganz vergessen, das letzte Mal. Nehmen wir einfach die besten, was ich habe. Hier ist es relativ egal. Freund auswählen, nehmen wir doch mal hier, dann nehmen wir doch mal hier Smoker, weil der noch gar nicht dran war. Genau, dann fangen wir doch direkt an. Weil ich möchte da keine Zeit verlieren. Feinde mit Kanonen vorher aus einiger Entfernung. Also ja, ja, das hat man schon. Und wir sind in der Himmelsinsel. Territorium verbinden. Territorium, das sich in den Händen der Feinde befindet, kann mit anderen Territorien verbunden und durch diese verstärkt werden. In Spezialterritorien, denen eine Verbindung entsteht, erhöht sich die Kampfkraft der feindlichen Soldaten in eines Territoriums. Oh, das ist gut. Interessant vor allem. Okay. Boa Hancock greift vor allem mit Nahkampf an und mit ihrer Schlange, Salome. Ah, okay, die haben die Moves jetzt relativ beibehalten und sie kann halt mit... Ihr Air-Move ist... warum haben sie den... ihren Marrow-Marrow-Beam, also ihren Liebestrahl, sehr viel von der Liebesfrucht gegessen, wodurch sie ihr gutes Aussehen hat. Und dadurch heißt es auch, dass... Ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, aber es ist auch egal, weil ich jetzt einfach... gerade Lust habe, das nochmal zu erklären. Einfach alle Leute, die von ihrer Schönheit geblendet werden, sozusagen erstarren zu Stein. Und das Ganze, und ihr Special Move müsste eigentlich immer noch der Sklavenfall sein. Jo. Slave Arrow. Bam. War das nicht so gut. Aua. Boah, die haut rein. Aber sie ist halt auch nicht zu schätzen, trotz ihres eher zierlichen Aussehens. Hat die richtig Power. Ist auch eine der sieben Samurai der Meere. Ich würde einfach mal quer durch die Menge. Ist super. Mit der kann man sowieso, die ist extrem schnell, was ich finde, eigentlich schön spielbar macht. Die ist extrem schnell mit den Nahkampf-Moves. Und ist halt
Ihr fehlt hier im ersten Teil hat sie ihren komischen Liebestrauß, durch den man einfach mal Gegner versteinern kann. Was sie da richtig cool macht. Schade, das haben sie hier nicht. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Anführer. Das ging jetzt schon? Oh, das ging fix. Ja. Slave Arrow! Bam! Da sieht man auf jeden Fall, als sie versteinert die Gegner nicht ihre Liebesmacht. Okay, war auch natürlich mit dem Liebestrahl ein bisschen immer am Anfang. Aber naja, warum auch nicht? So. Das nächste wäre so rum auf jeden Fall eine. Da haben wir auf jeden Fall welche, die verbunden sind. Nehmen wir doch mal beide ein. Nehmen die verbundenen Territorien ein. Ah, genau, da haben wir es. Zentralfestung Level 1. Okay. Ach ja, damit werden sie stärker. Ah. Okay, aber man sieht auf jeden Fall die größere Lebenszeile bei den Zecken. Bringt dir aber nicht viel, weil ich einfach hier drauf kugel wie solche und die einfach alle wegkicke. Jetzt suche ich mal eine große Menge, wo ich meinen Sklavenfall abschließen kann. Das dürfte hier nicht passen. Ja, okay, so viel sind es auch nicht. Aber ja, 22 geht schon. Bam! Und erledigt. Peter Zworte. Aber die kutschen den Dialekt rein, das sollte ich natürlich vermeiden. Was soll denn die Worte zum Beispiel mehr? Ja, gut, dann eher nicht. Ich glaube, das sollte ich lassen, so ein bisschen im Dialekt reinzurutschen. Wir prügeln einfach weiter schön brav auf die Piraten ein. Naja, obwohl ich weiß schon, welchen Lock ich Sanji hier nehmen werde. Einfach als kleinen Gag. Vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken, welchen Lock ich Sanji einsetzen werde, aber ich habe ganz bestimmt im Kopf. Und genauso wie Zorro. So. So, jetzt prügeln wir schon im Anführer fertig. So, Territorium eingenommen. Das heißt, wir holen uns gleich mal das nächste. Also die Freund-Episoden sind nicht lang. Also die werden relativ fix vonstatten gehen. Dann schaffe ich doch mal nur 2 pro Folge. Ist doch gut. Ich wollte nicht fliehen. Wegen sich auf verbündete Basis zu, Dunami, nope. Also, nope. Pass auf, dass Smoker nicht flieht. Hatte ich auch ein... Würde auch nicht tun. Weil Nami mich nicht schafft. Ja, komm. Nami, hör auf. Tu nicht auf stark. Du bist nicht so stark, Nami. Versteckst dich gerne da. Wobei sie, ich muss sagen, sie sind wie alle anderen auch richtig zugelegt. Okay, das klang jetzt reicht falsch. Oh Gott, geht mir doch einfach aus dem Weg. Sklavenfall. Mann, nicht so viel. Mit der treffe ich nicht so viel. Achso, Nami ist immer noch da oben und die hat bloß ihre Piratenkapitäne losgeschickt. Und versteinert. Okay, ich weiß, wie das geht. Geht so. Und jetzt den Zwick und jetzt die nächsten holen, obwohl ich das Territorium eigentlich noch gerne einnehmen würde. Okay, das macht das Ganze gerade ein bisschen einfach. Aber gut, das ist relativ einfach. Ich glaube, die werden noch schwerer. Ich hätte das ja vor allem war mal Trafalgar Law. Also ich weiß, was der freischaltbar ist. Ich glaube, dass ziemlich jeder freischaltbar ist, habe ich gemerkt. Oder nee, ich glaube nicht zwingend. Aber ich frage mich, was ist dieser Lapin-Lock zum Beispiel? Ist der Lock von diesem Lapin? Was zum Henker? Die im letzten Mal freigeschaltet haben. Naja. Es wird doch was Interessantes auf uns zukommen, also das ist noch viel. Das MP ist noch lange nicht vorbei. Du weißt. Du hast nichts gemerkt. So, ah, nee. Ich singe das jetzt nicht vor mich hin. Warum? Weil, naja. Ich nicht so der super begabte Sänger bin. Und ich erspare euch das lieber. Ich verprügel zuletzt lieber die Piratenkapitäne, warum weil es Spaß macht. Stimmt, vor allem auch die Piratenkaiserin genannt. Jetzt wo mir gerade so. Fällt mir gerade so schön ein. Jetzt sehen wir das Territorium ein, dann haben wir wieder ein paar Piraten verprügelt haben. Ist so gewalttätig. Oh ja, das sind wieder ein paar. Oh ja, das sind viele. Da kann ich vielleicht machen. Was macht der mit dem Sklavenfall? Boink. Oh ja, 38. Bestzeit mit hoher Henkern besetzt. Ich glaube, Ruffy war der Bestwert bis jetzt von der 203 aus dem letzten Part, ne? Aber ich finde die Freude ist so natürlich eine nette Abwechslung, aber ja, gut, halt kurz. Das ist halt die Sache, die sind halt wirklich kurz. Bam, zack.
Was ist extrem lustig ist, ich würde jetzt in der Hackhawk-Episode mal gucken, was. Ja, wohl, ich glaube nicht, dass man da Ruffy nimmt. Also wenn man Ruffy nimmt, glaube ich nicht, dass da groß etwas passiert. Ja, gerade lustig. Und warum hockt sie auf Edels verdammten Schiff? Schalte Nami aus, ja, das machen wir doch direkt, damit die Folge auch nicht zu lang. Wo ist du Nami? Nami! Nami Maus! Ja, nee. Oh Gott, zeig mir an die Sanji. Nami? Hallo, Nami? Ah, da ist Nami. Stimmt, kleiner Nebenfakt an sich. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, aber stimmt, boah, Hancock mag Nami eigentlich nicht so. Weil es ist ja unglaubliche Ruffy-Fakt halt. Als Ruffy jetzt ins Impeldown gefahren ist, fällt mir gerade so ein und Ruffy von seiner Crew erzählt hat. Also, und vor allem halt davon Nami und Robin. Und wo Hancock spitz bekommen hat, dass Ruffy zwei Frauen in seiner Crew hat, ist sie halt mega eifersüchtig geworden, wollte praktisch hat, ich glaube, die beiden an die Wand, ihren Namen an die Wand gemalt, hat sie mit ihrem Stein, mit ihrem Beam angegriffen, weil sie praktisch versteinert. Also sie ist brutal eifersüchtig auf Nami und auf Nico Robin, weil sie praktisch Mitglieder von Ruffys Crew sind. Sie hat die ganze Zeit Angst, dass Ruffy glücklicherweise Boa Hancock für eine von den beiden verlassen könnte. Was mir gerade so auf. Wow, diese Pose. Ja, okay. Über diese Ablenkung. Nein, drum an sich ganz lustig, dass ich das mit Boa Hancock mache. Also Boa Hancock gegen Nami. Fand ich jetzt gerade ganz lustig. Fällt mir gerade so auf, war nicht beabsichtigt. Genau, das war die zweite Freund-Episode für diesen Part. Und Level 5 von Boa Hancock. Yay, neue Technik. Wunderbar. Smoker erreicht Level 2, das heißt, wir kriegen Bande der Freundschaft als Freundfähigkeit. Und sonst noch was? Wir kriegen eine Nami-Münze, das war zu erwarten. Lok von Zorro ist als Pirater verfügbar. Oh ja, und von Lissop. Und von Sanji. Und von Chopper. Und von Robin. Und von Frankie. Und von Brook. Und von Ace. Und von Hancock. Und Chimbei. Und Buggy. Und Mihawk. Und Crocodile. Und Bear. Und Kusan und Perona, es gibt alles Lust auf Luft aus Marco, Tom Creek, Lapin, Mr. Free, Eki, Rabura, Bruno, Minotaurus, Hannibal, Ivankov. Haben wir es jetzt. So, dann kriege ich nochmal ganz fix im Berry Shop vorbei. So, neues gibt. Oh Gott, haben wir das jetzt. Ja. Und es fehlen immer noch ein paar, also Vista, Yosu, oder? Ja. Okay, die fangen wir auf jeden Fall dann im nächsten Part an. Ich glaube, beim nächsten Game machen wir einfach mal Zorro. Oh, der Full ist Level 29. Hier bei Sanji auch, ja, da kann ich ja. Okay, da kann ich ja mal ein bisschen höher leveln und mal andere Charaktere auch mal hernehmen. Interessant, schön, toll. Alter, Lappi, das Face, guck dir das an, Mann, Evil! Kriegst du direkt Angst? Alter! Das Spiel ist. Ab 12, okay, dann geht's. Ab 12 schockt dann eh nichts mehr. Namis Teleschnecke. Smokers Teleschnecke. Namis Teleschnecke? Smokers Teleschnecke? Achso, Nummer 2. Ach so, die kriegt man jetzt. Da kriegt man, kann man die ganzen Stimmen kaufen. Ah, schön. Namis Album. Ach, die Gesichtsausdrücke. Ach toll, ah! Stimmt, ja, dann gucken wir uns auch mal die nochmal an. Da gucke ich mir. Genau, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir gucken uns immer dann das, was wir freigeschaltet haben. Also die Banami normal, verärgert, traurig, glücklich und genervt. Ich mag diesen Genervblick von allen. Die Stimmen werde ich mir nicht durchhören. Aber wir werden auf jeden Fall mal die Gesichtsausdrücke anschauen. Traurig, hat Smoker echt einen traurigen Blick. Oh ja, das sieht aber auch nicht so traurig aus. Der Verärgerte vor allem. Der Glückliche, okay. Smoker sieht nie wirklich glücklich aus. Paul, hören wir mal kurz zu an. ホワイトアウト! ホワイトブロー! ホワイトスネーク!
Spine. White Spark. Okay, dann hören wir das Tsunami auch noch an. Ich mache doch das auch. Okay, dann haben wir die Stimmen auch durch. Ich glaube, es versteht sowieso die wenigsten, was sie da eigentlich vor sich hin brabbelt. Ich glaube, Pazoka haben wir es noch nicht. Ne, Pazoka haben wir dafür die Technik schon. Ach genau, die Technik kriegt man ab einem gewissen Level. Kann man bloß nochmal die Technik anschauen. Also zum Beispiel, jetzt wollte ich mittels eures Techniken, aber zum Beispiel den mag ich am liebsten, den 360 Pfund Phoenix. Boom! Zocker werde ich sowieso den nächsten Mal hernehmen, also die nächsten beiden Freundeslogs, die ich machen werde, werde ich die nehmen, wo ich auch Sanji und Zoro hernehme. Da werde ich mal sehen, warum ich das so... Also, ich werde erklären, warum ich das so mache, wie ich es machen werde. Der eine oder andere wird vielleicht jetzt schon drauf kommen, was ich machen werde und warum ich es machen werde. Dann gehen wir in das Hauptmenü. Dann geht's zunächst mal weiter mit der Freund-Episode von Loren, oder? Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung, irgendeine Freund-Episode, wahrscheinlich Zoro. Ja, wahrscheinlich Zoro. Genau, also dann... bevor ich jetzt noch mehr Scheiße da, aber bis zum nächsten Mal.